Sie sind angesagter als mancher TV-Star, sie sind Helden im Internet. Sie bringen die Trends aufs Tablet und den Computer. Deutschlands erfolgreichste Webstars. Ihr seid alle so süß! Heute zeige ich euch, wie man mit ein paar Lappen, etwas Chloroform und ganz viel Klebeband ganz schnell neue Fans auf der Straße findet. Wir machen jetzt die AVK Eisburger Challenge. Wie ticken die Netzgrößen privat? Wie viel Arbeit steckt hinter den Internetfilmchen? Das ist Deutschland, deine Webstars. Das ist Barbirella, 28 Jahre alt und ursprünglich aus Eckental in der Nähe von Nürnberg. Die gelernte Sekretärin kam durch ihren Freund Cheng, der selbst YouTuber ist, auf den Geschmack. Sie ist seit ca. 3 Jahren im Webstar-Business. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist ein wunderschöner Sonntagabend. Seit einem Jahr ist Barbirella gefragter Webstar, auch wenn man bei den vielen Videos, die sie macht, vergeblich einen roten Faden sucht. Also ich mache eigentlich wirklich das, wonach ich Lust habe. Ich habe nicht irgendwie jetzt bestimmte Kriterien, wo ich sage, okay, das muss ich jetzt abfilmen oder nicht. Ich mache immer so einen Mischmasch, je nachdem, wo ich gerade drauf Lust habe, wo ich sage, Mensch, das kann ich mal wieder machen. Und meistens hat Barbirella einfach Lust auf Spaß und Action. Auf der Mauer, auf der Lauer, ganz private Einblicke. So wahllos Barbirellas Konzept auch sein mag, einer Grundregel bleibt sie immer treu. Das ist halt das, was ich jetzt merke, dass die Leute sagen, du bist so authentisch, du bist nicht so wie andere YouTuber, die sich davor setzen und sagen, hallo und wie auch immer und schöner Tag heute, sondern ich sage halt einfach, was mir auf der Zunge liegt und haus halt einfach raus. Und ich rechne auch damit, dass dann natürlich Abonnenten abspringen, aber ich stehe halt zu meiner Persönlichkeit und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich bin einmal Rotz und Wasser. Ein fester Bestandteil von Barbirellas Leben ist Freund Cheng. Die beiden erfolgreichen Webstars sind seit 5 Jahren ein Paar. Ihr Leben teilen sie vor der Kamera mit der ganzen Welt. Oh mein Gott, was, ich sehe nur was Langes, Spitzes. Was zur Hölle ist das? Kannst du immer so bleiben? Lesbisch. Alter. Oh mein Gott! Was ist denn? Klar, die Privatsphäre, das ist halt jetzt schon was ganz anderes. Gut, das Schöne ist, ich habe heute nicht geduscht. Wenn wir beide auch im Rampenlicht stehen, da geben wir auch sau viel Preis. Wenn Barbirella mit ihrer Kamera unterwegs ist, kann es schon mal intimer werden. Es folgt eine typische Szene aus dem Webstar-Alltag des Paares. Schatzi? Ja, Baby? Ich lass dir jetzt dein Badewasser ein. Was hat das für einen Grund, weil du zocken willst? Nein, oder? Weil du doch baden wolltest. Das hatte ich letzte Woche mal gesagt, ja. Nein, das hast du vor 2 Stunden gesagt. Nee, ich gehe auch gleich baden. Lässt du mir das ein, das wäre echt lieb. Okay. Ja, ich sehe in deinem Gesichtsausdruck schon, dass du zocken willst. Ja, ja. Ja, ganz private Einblicke. Hallo. Hä, kannst du mal bitte irgendwie die Kamera von meinem Döner nehmen? Das sieht man gar nicht, der ist so klein. Auch Barbirellas Familie wird nicht verschont. Ihre Mutter hatte in der Heimat Eckental einen Unfall. Klar, dass die Tochter sofort zu Hilfe eilt. Ja, ich bin endlich angekommen von Köln zu meinen Eltern in schöne Frankenland. Weil meine Mama ist nämlich gestürzt und hat sich den Haxen gebrochen. Hallo. Das ist ja toll. Ich bin pünktlich. Oh, super. Oh, Gott. Hallo. Hallo Mama, was machst du? Willkommen daheim. Was machst denn du? Wie geht's denn dir? Nicht so toll. So unbeweglich mit den Krücken. Aber das sind meine, ja, es muss. Das sind meine Eltern. Die werdet ihr ganz oft sehen in meinen Videos. Nebst Klamotten muss auch die Kamera mit, inklusive PC, versteht sich. Denn da die Blondine ja ohnehin ihr komplettes Leben filmt und online stellt, darf natürlich auch der Ausflug zu den Eltern nicht fehlen. Schließlich müssen die Abonnenten auf ihrem Kanal up-to-date bleiben, denn wer nicht aktuell bleibt, verliert sein Publikum. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man kontinuierlich Videos hochlädt, weil sonst die Abonnenten abspringen. Und Abonnenten sind wichtig, um bei YouTube Geld zu verdienen. Barbirella gibt vor einem Jahr ihren Job als Sekretärin auf, um von der Filmplattform zu leben. Für ihre Eltern damals eine schwer verdauliche Entscheidung. Das war natürlich schon für meine Eltern erst einmal ein Schock,
Weil man muss ja auch denken, Eltern heutzutage, das ist eine ganz andere Generation. Die können sich da nicht vorstellen, dass YouTube das neue Fernsehen ist. Aber wie sie dann mitbekommen haben, okay, hier mal einen Ausschnitt von mir im Fernsehen zu sehen, dann war schon langsam so der Punkt, dass sie gesagt haben, Mensch, das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja stark und jetzt stehen sie halt total hinter mir. Mit einer kleinen Kamera einfach draufhalten und so Massen an Fans begeistern und unterhalten. Von solchen Erfahrungswerten und Klickzahlen können die Cousins Anton und Viktor nur träumen. Die beiden Regensburger sind ausgebildete Einzelhandelskaufmänner und arbeiten als Schuhverkäufer. Eine Karriere als Webstar fänden die beiden viel cooler. Viel erreicht haben die Netzneulinge allerdings noch nicht, außer ein paar unausgereiften Frühwerken. Was ist wahrscheinlich der Unterschied zu Swag, YOLO, Swag, YOLO, und dann tust du so, als wärst du der größte Swag, YOLO. Für den Traumjob Webstar sind die beiden vor 3 Monaten extra nach Köln gezogen. Da sie anfangs keinen Nebenjob gefunden haben, mussten sie vorerst im Wohnheim hausen. Eine große Umstellung für die beiden. Wir haben hier 3 Monate zusammen gewohnt. Und war total eng. Ich musste auf dem Boden schlafen, auf so einer Matratze. Und immer wenn er aufs Klo musste, ist er halb auf mich draufgetreten. Bin ich immer aufgewacht worden, mitten in der Nacht. Und ja, es hat alles dreckig hier, ekelhaft. Diese Duschen, alles. Oh, darum muss man sich halt auch gewöhnen. Allein durch ihren neuen Job als Schuhverkäufer können die beiden sich endlich eine größere Wohnung in Köln leisten. Aber warum der ganze Stress? Kann man in Regensburg etwa nicht Webstar werden? Die Sache ist, in Regensburg haben wir die Videos schon mal gemacht, angefangen, ist aber wirklich nie weiter vorangekommen. Köln, sagt man ja, ist so bekanntlich die Medienstadt und die bekanntesten YouTuber sind ja aus Köln. Und warum soll es nicht auch bei uns klappen? Ich meine, wir haben die Kamera, wir haben das Potenzial dazu, wir haben auch Lust. Professioneller geht es bei David Hein alias Behind aus Berlin zu. Der ehemalige Moderator des Online-Game-Portals Giga hat vor 3 Jahren mit Clips über Games und Filme angefangen. Willkommen, eine neue Woche hat angefangen und es wird Zeit, euch wieder einmal zu berichten, was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Angefangen habe ich tatsächlich als Spieleredakteur und habe jahrelang Spiele getestet und darüber gesprochen. Das Spiel selbst ist jetzt nicht das Komplexeste. Ihr lauft, wie gesagt, von links nach rechts und hackt auf Dinge ein, könnt Truhen looten oder Bosse bekämpfen. Das habe ich am Anfang auch auf meinem Kanal gemacht, möchte mich aber da so ein bisschen wegbewegen. Also ich habe gemerkt, dass die Kids nicht mal mehr an den Inhalten interessiert sind, die ich rüberbringe, sondern an meiner Person. David schätzt die Freiheiten, die er in seinem Job hat. Neben dem Altbewährten dreht er auch lustige Videos und die bereiten ihm besonders viel Spaß. Ich bin in YouTube drinne und deshalb möchte ich meine Fresse jetzt an jeden Bahnhof der Welt hängen lassen und drehe diesen Werbespot, damit ich mir nicht mehr nur zu meinen eigenen Videos einen runterholen muss. Als ich vor 1 Jahr mit YouTube begonnen habe, hätte ich nie gedacht, wie viel Spaß es machen würde, reich und berühmt zu sein. Das bin ich jetzt, ihr nicht. Angeblich bekommen YouTuber bis zu 5 Euro pro 1000 Klicks, je nach Abonnentenzahl. Genaueres dürfen unsere Online-Performer nicht verraten. Leben kann David zwar von seinem Job, aber reicht es auch für mehr? Ich muss gestehen, ich will auch gar nicht reich werden, von daher ist es für mich keine Frage. Ich will mich wirklich nur selbst verwirklichen, aber und ich glaube, du würdest auch traurig werden irgendwann oder desillusioniert werden, denn ja, reich wirst du im seltensten Fall damit. Sorgen um seine Altersvorsorge macht sich David trotzdem nicht, obwohl in der schnelllebigen Webstar-Branche plötzlich Klicks und Abonnenten ausbleiben könnten. Ich habe mein Hobby quasi zum Beruf gemacht. Also ich filme einfach sehr gerne. Ich rede im Grunde halt auch über meine Hobbys, also Spiele, Filme, Internet-Hypes. Im Grunde halte ich bei allem, was mir Spaß macht, nur die Kamera drauf. Der 33-Jährige ist einer der erfolgreichsten Videoblogger im Netz. Die Fans lieben seine exakt recherchierten Clips. Also allein für die Recherche, weil ich ein sehr rechercheaufwendige Formate habe, kann ich manchmal schon 2 Stunden veranschlagen. Dann sitzt man etwa 15 bis 20 Minuten vor der Kamera und dann wird es erstmal anstrengend, denn der reine Schnitt, der kann bis zu 6 Stunden in Anspruch nehmen. Da bist du schon, also ich würde sagen, für ein Video braucht man einen ganzen Tag, vielleicht 1,5. Um Geld für ein Schnittprogramm zu verdienen, verscherbeln Viktor und Anton ihr letztes Hemd. Paketpreis für alles zusammen. Barbirella kann ihre Videos auf dem Land einfach nicht hochladen. Papa, sag mal, was ist denn das für eine lahme Internetleitung? Da kann ich aber überhaupt keine Videos hochladen. Morgen bei Deutschland deine Webstars.
Wir sollen tanzen. Ja, da gibt uns doch mal die Musik rein. Jetzt kommt das Stichwort. Popo wackeln. Bitteschön.